Oh, diese gut Memes. Ich hab drauf gewartet, Digga. Let's go. Digga, Kölner Innenstadt einfach weird. Ich sag's euch. Ich schwör's euch, Leute. Das liegt einfach daran, dass die Leute das Crack, das ist einfach zu viel Backpulver drin. Warum? Grand Theft Auto. Большая автомобильная кража. Digga. Diese Pfannekuchen. Warum? Grand Theft Auto. Schwerer Kraftfahrzeugdiebstahl. Digga. Das Game würde ich auf jeden Fall nicht spielen, Alter. Wahrscheinlich muss man in der deutschen Version von Grand Theft auch noch seine Steuererklärung abgeben, Digga. Hier fühlt man sich stark, ne? Ja, natürlich. So, gucken Sie mal eben geradeaus. Auf die... Anstatt du trinkst den mit Zucker, die trinken den mit Salz, der sogar. Stark. Ja. Real Talk. Gottverdammter Real Talk. Ja, ich höre halt so Oldschool, so Tupac, die ist das. Ja, ich höre auch Tupac. Ich war sogar letztes Jahr auf seinem Konzert. Auf entspannt eine kurze Überdosis genommen und dann 1A Respawn Bus und wieder zurückgekommen. Entspannt, Digga. Gut, dass die Karte aufgepickt worden ist. Nach dem Gulag ganz kurz, schön zu Tubak in Himmel, bisschen zuhören und dann revived worden für 400, für 4000. Gönn ich dir. Was? Was fällt dir zu folgenden Namen ein? Angela Merkel. Verkauft Waffen an Saudi-Arabien. Okay. Oh oh. Was? Deutsche Clown-Auto einfach. Wie viele sind da drin, Digga? What the fuck? Wir bauen das selber auf. Dümmster Satz, den dein Vater jemals sagen kann. Dümmster Satz, den dein Vater sagen kann. Boah, ich will jetzt nicht flexen oder so, aber unser Wasserhahn ist irgendwie abgebrochen und... Digga, wenn mein Kind sowas Dummes macht, direkt zurück in Mutterleib. Schusch. Also, nicht wortwörtlich. Mit Mutterleib meine ich so ein Loch im Boden. Erde drüber, betonieren. Ab dafür. Das ist doch runtergegangen. Schieß. Mit dieser Kerze drin chillig. Sag mal das N-Wort. Nein. Warum sagt das N-Wort nicht? Weil das eine Beleidigung für Schwarze ist. Und ich hab nichts gegen den. Ja, ne? Ja. Die dürfen leben, ne? Ja. Ja, okay. Warum nicht? Stabil. Kleine Kinder checken ist. Erwachsene Leute nicht, Alter. Chillig, gut. Küss mich. Nein. Küss mich mal. Nein. Wieso nicht, weil ich schwarz bin? Küss mich mal. Willst du mich nicht küssen, weil ich schwarz bin? Nein. Ja, dann küss mich jetzt. Nein. Würdest du einen Weißen küssen? Nein. Niemand nicht. Seiten auf sicher, Seiten auf Null, Leute. Mashallah, Seiten auf Null, Brüder. Ach du Scheiße, Junge. Warum? Warum einfach in der Abwasser? Warum? Warum in einer. Digga, warum in einer Abwasserkanalisation? Warum in einer Ab. Digga, da ist doch überall Scheiße. Wieso? So romantisch, Digga. Abi, danke schön, Bro. Hallo, hallo, was machen du? Hallo, hab ich selber eigene, besser, noch besser, was Geld? Hier, guck. Hier, eine. Digga, wie asozial. Ich hab Listening-Session mit den Fans hier.
war der erste Song? Stramm, Bruder. Mach weiter so. Boah. Digga, what? Ginger, Bruder, wie fandst du den Song? Goldig. Digga, die nehmen den komplett hops. Wenn du das Spiel etwas zu ernst mit Lenker und Krawatte. Hat der wirklich, Digga, nein, oder? Nein. Bismillah. Bismillah. Chillig, chillig, chillig. Wie willst du ins Paradies, wenn du diesen Mann anhand seines Schattens erkennst? Scheiße, Mann, ich weiß, wer das ist. Scheiße. Der sündige Sonny. Johnny. Vorbei. Einfach vorbei. Jemand hat mich gefragt, Loredana, können wir bitte ein Foto machen? Ich sag, ja klar. Dann hat er mich einfach auf die Wange geküsst und nochmal ein Foto gemacht. Der Peach. Hey, das ist ekelhaft. Das ist sehr ekelhaft, Bruder. Oh mein Gott. Oh. Auf den Zehner, ich kenne den Clip nicht. Er sagt jetzt, das ist sehr ekelhaft, dass du Loredana geküsst hast. Ich sag's euch. Oh, Bruder. Wie konnte er sie küssen? Es war so klar, Digga. Es war so klar. Ja. Junge, Junge, Junge. Ja, ich Bruder Mäus. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Seht ihr das, Leute? Da ist einfach Licht im Wasser, aber kein richtiges Licht in den Fenstern. Ist das ein Glitch in der Matrix? Explain. What the fuck, Digga? What the fuck? You even physic, bro? Teufel! Grundholz-E-Mail! Nein! 666! Muck nicht mit einem Kind mit einer Pokémon-Kappe, wirklich, no joke. Du weißt nie, ob die Connections zu Trimax haben. In Pokémon, ich werde dich so hart mit Regro zerbersten. Ich werde dich zerbersten, Digga. Okay, okay, okay. Könnte auch ein G-Time-Kid sein. Was machst du? Und dann werde ich dich mit Psyana völlig psychologieren. Digga, leg dich nicht mit dem Kid an. No joke, leg dich nicht mit dem Kid an. Junge, ich schwöre, ich habe mal beim Kollegen, wir haben, ich glaube, es war Mass Effect oder sowas gezockt auf Xbox aber damals und der ist neben mir eingepennt und es war, glaube ich, Squads oder Halo, ich weiß es nicht mehr. Irgendein Game, wo auf jeden Fall der Controller massiv am Vibrieren ist, Digga. Und ich habe das bei ihm in den Schritt gelegt. Und dann ist er angehittet worden und es hat bei ihm im Schritt vibriert. Und es hat ein bisschen gedauert, bis er wach geworden ist. Und wir haben halt geguckt, ob er eine Ständer bekommt. Ja, ist leider nicht passiert. Aber die Quintessenz der Story ist quasi, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit euren PlayStation-Controllern ficken. Ja. Das ist so das, was ich euch einfach weitergeben wollte, so als... Mein Kollege wollte Creme haben, weil seine Haut gerade so trocken ist im Gesicht. Ich so, ja, ja. Ich hab Creme. Ah. Digga, nein. Wallah, das ist voll feucht. Voll feucht? Nein, Wallah, das ist voll nass. Nein, Digga, nein, 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 nein. Nein. Nein, nein, Digga, der hat ihm jetzt nicht. Er hat ihm wirklich den weißen Bastelkleber von Art Attack geschenkt, Digga. Kuss, das ist sehr korrekt. Der weiße Bastelkleber von Art Attack ist extrem selten, Chat. Ich habe mir damals ein Ziel gesetzt, mit 15 Jahren habe ich das Ziel gesetzt. Digga, mein Ziel war, mit 15 Jahren Entjungfert zu werden. Ich sag's euch, wie es ist, es hat bis jetzt nicht geklappt. Bis 30 Selfmade-Millionär zu sein, das habe ich erreicht. Und ich habe auch noch Ziele, die ich erreichen möchte, die sind auf erst in 10 oder 20 Jahren angesetzt. Also mein Ziel, mein wirkliches Ziel wäre es, eine Nacht mit Kim Kardashian. Digga, irgendwie sahen meine Ziele aber halt ähnlich aus, Alter. Warum F? Lieber mal ein Pray for, Digga. Gönnt mir mal, Digga. Gönnt mir mal meinen Hack-Chat. Was soll das?
Reviben. Direkt der Schlappen. Ich hab gesehen, ich hab direkt der Griff zum Schlappen gesehen. Es ist vorbei. Was ist denn? Ja, wenn er der Boot. Auf einen Schuss nicht vorbei. Da, Digga! Ey, Digga, Wallah, ich schwöre, meine Eltern waren gerade einkaufen, Digga. Wallah, ich will kein Bruder oder Schwester sein. Ja, sei doch froh, dass die das sich gekauft haben, Digga. Sei doch froh, dass sie sich das gekauft haben. Ich finde immer so geil. Ich find's immer so geil, wenn so Zwölfjährige, die so deutlich, die so wirklich so komplett Turbo-Allmann sind, die noch schlimmer als ich sind, was schon sau schwer ist, Alter. Dann so, Wallah, Digga, nein, ich schwöre, Alhamdulillah, Bruder, Allah. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist so unpassend. Das ist noch unpassender, als wenn ich das mache, Digga. Aber ja, sie sind sensitiv. Mit Sicherheit, Liebe. Stell dir vor, du wirst bei Subway fett und 30 cm belangt. Nein. Wie? Auf dreifache Nachtschicht angelehnt. Digga, das würde ich auf jeden Fall nicht mehr essen, Alter. Also da kannst du so viele Atemschutzmasken haben, wie du willst. Ich weiß nicht, wo du mit der Kappe gewesen bist. Entspannt. Vielleicht wollte ich auch einfach nur dran riechen. Wisst ihr, was ich meine? So gucken, ob es gut ist. Ich schon bedeckt, Minde, ihr Salame. Was willst du von meiner Eier? Was wünsche ich, Herr Tentakel? Aber geht von meiner Eier! Noch ein Newcomer. Kudeha! Kudeha! Papa, die gucken jetzt mal so ehrlich. Soll er bitte gucken? Ah, Adrian Boyuppe, ja, schade, Digga. Newcomer. Auf alles, oder? Diese Öfen sind so chillig, Digga. No joke. Ein Kollege von mir hat auch so einen. Die sind richtig, richtig nice. Aber noch geiler sind die Platten, finde ich. Diese Herdplatten, wo man drauflegt. Wisst ihr, was ich meine? Ah. Entspannt. Wegen Shisha-Kohle im Ort, neues Fenster kaufen, gar kein Bock. Ah, komm. Ey Jungs, bin ich eigentlich der Einzige, der bei dem Beitrag hier Polizei sucht mit Haftbefehl nach Attila Hildemann daran denkt? Einfach mit Haftbefehl. Digga, vielleicht findet Haftbefehl, wer weiß. Oh, hochgenommen, deutsche Amar. Bruder, wieso schickst du deine Ex 20 Euro? Ich vermisse dich, kann sie nicht anders erreichen. Ich will so enden wie die zwei da gerade. Bro. Oh, warte, haben wir noch drin, Chat? Haben wir noch drin? Nee, das ist der Falsche. Ah, hier ist er wieder. Hier ist er wieder, der Gute. Ah, Junge. Ah, scheiß drauf, Alter. Darauf erstmal ein. Ja. Ah. Oh, Leute, nur zu empfehlen. Selbstgemacht. Käse oben raufgeklatscht. Mhm. Brötchen nochmal. Mit. Nein! Junge, ich hatte 1:1 die gleiche Story. Ich habe Maiskolben gemacht für ein paar Freunde von mir. Und die waren alle schon ziemlich läsch im Kopf.
Und ich bin so leicht angesoffen mit so einem Teller von Maiskolben gekommen. Und ich habe so Licht drauf gemacht mit dem Handy so, weil ich dachte so, oh, dann kann ich die so in Szene setzen. Ich laufe so an, ich stolper, alles fällt in den Rasen. Ich denke so, okay, ich gucke, will es wieder aufheben. Ich sehe, 3 von den 4 Maiskolben sind einfach in Hundescheiße gelandet, die mein verdammter Hund in den Garten gekackt hat bei meinen Eltern. Vorbei. 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 Nichts. Nichts davon war essbar. Und den einen Maiskolben habe ich aus Ehre dann auch. Du kannst ja auch nicht einfach Scheiße abwaschen und dann weiter essen. Das geht nicht. Kannst du nicht machen, Alter. Das ist Scheiße, Junge. Meine Kollegen hätten es in dem Zustand wahrscheinlich nicht so gerallt, so, aber trotzdem, wisst ihr? Ich weiß ja nicht, ob ich weinen oder lachen soll, aber was zum... Das ist halt eine Kerze. Nein.